sind die Familie Vogsteiner. Wir betreiben eine Bierimkerei, circa seit 28 Jahren. Bewirtschaften derzeit ca. 90 bis 100 Völker, variiert ein bisschen. Machen das auf biologischer Basis, sind sehr naturverbunden und haben eine große Freude halt dabei. Zum Imkern habe ich angefangen, da war ich Lehrling. Die Liebe zur Natur war einfach da, das hat mich interessiert. Ein Lehrer in Oberndorf hat gesagt, Bienen sind cool. Und dann habe ich mir im ersten Lehrjahr gleich mal zwei Bienenvölker gekauft. Und das war eigentlich der Einstieg und das ist jetzt daher, 28 Jahre. Und meine Eltern haben damals auch gleich mit da. Mein Vater hat sich dann auch ein paar Bienenvölker gekauft. Und dann haben wir eigentlich miteinander die Bienen bewirtschaftet. Und jetzt ist das eigentlich ein ganzer Familienbetrieb. Also das fängt an von mir, von meiner Frau, Kinder, Oma, Opa. Also jeder ist irgendwo ein wenig involviert in der Imkerei, hat so seine Aufgaben. Im Produktionshaus hinten, da geschieht die klassische Produktion von dem Honig. Da wird der Honig aus den Waben geschleudert, gereinigt mit dem Sieb und eingelagert. Dann passiert dort auch noch die Produktion von den Kerzen für den Winter, Propolis-Creme und Tropfen und eben auch Reparaturarbeiten an den Bienenstöcken, weil es ist, wir haben lauter Holzbalken und da fällt auch sehr viel Reparaturarbeiten oder Neuproduktion von den Bienenbalken. Seit heuer habe ich den Zertifikatslehrgang Schule am Bauernhof gemacht. Wenn die zu uns herkommen, sagen wir ihnen einfach, wie geht das, wie kommt der Honig ins Glas. Das ist unser Thema beim Schule am Bauernhof. Wir lassen die Kinder das Ganze spüren, wir lassen die Kinder schmecken, wir lassen die Kinder riechen. Das heißt, sie dürfen sogar mit einem sogenannten Apidom in den Bienenstock rein. Und das ist für die Kinder schon sehr faszinierend. Und ich glaube, dass der Konsument der Zukunft, unsere Kinder, dass das ganz wichtig ist, dass sie einen Bezug zu den Produkten kriegen. Und das kann man über den Honig wirklich gut den Kindern vermitteln. Im Schnitt erwirtschaften wir in unserer Region, das ist ja gebietsweise, ca. so um die 30 Kilo Honig von so einem Bienenvolk. Es gibt gute Jahre, da hat man ein bisschen mehr, es gibt aber auch schlechtere Jahre, da hat man weniger. Wir leben von der Natur, die Biene lebt von der Natur.